Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer ganz kurzen Anleitung. Und zwar ist mir gerade eben aufgefallen, dass ich im LS19 noch kein Tutorial gemacht habe dazu, wie man ein Standardfahrzeug als Mod macht. Ich dachte eigentlich, jeder da wieder ein Tutorial gemacht. Es war allerdings wohl im 17er, dass ich das gemacht habe und das vorletzte dann im 15er. Ich war mir sicher, dass ich schon zwei hatte. Jedenfalls habe ich es auf meinem Kanal nicht finden können und deswegen machen wir es jetzt hier. Ich hoffe mal, dass es nicht doch irgendwie doppelt ist. Ja, also wie macht man ein Standardfahrzeug als Mod? Es geht im Grunde darum, ne, die ganzen Sachen, die eben im Standardspiel drin sind, ne, 5500 und was auch immer, ne, die ganzen Standardfahrzeuge, wenn ich an dem irgendwas bearbeiten möchte, ne, keine Ahnung, Reifenkonfiguration ändern oder sonst irgendwas hinzufügen, dann muss das Ganze ja als Mod sein. Und wie mache ich das? Man kann natürlich jetzt hergehen und die Dateien alle manuell rauskopieren aus dem Dataordner. So hat das früher funktioniert, aber seit dem 15er haben wir tatsächlich im Giants Editor eine Funktion, die das automatisch macht. Und das zeige ich euch jetzt hier Schritt für Schritt. Also wie mache ich ein Standardfahrzeug als Mod? Zunächst mal Giants Editor, ich habe hier die neueste Version 8.2.0, wobei für das hier auch 8.1 funktionieren sollte. Ich glaube, da tut sich kein Unterschied, aber es empfiehlt sich natürlich trotzdem immer die neueste Version zu verwenden. Wir haben hier eine leere Datei und wir gehen hier einfach auf File und dann New Mod from Game, also neuer Mod aus dem Spiel. Drücken wir drauf, dann dauert es ein Momentchen, weil er die ganzen Mods laden muss, beziehungsweise eine ganze Liste hier. Und da seht ihr eine ganze Liste und ihr könnt da auch eine Map machen. Ne? Man kann auch die Standard-Map als Mod-Map machen. Hier die ganzen Store-Items, das sind die ganzen Fahrzeuge. Und wenn wir runterscrollen, dann sehen wir, da sind auch die Placeables hier unten, ne? Und na, der ganze Krempel hier. Easy Shed und so weiter, ganze Placeable kann man auch auf die Art und Weise als Mod machen. Wir wählen jetzt aber ein Fahrzeug aus und zwar den 500er Favorit. Eine Sache, die es zu bedenken gibt, hier stehen nicht die Marken dran oder so, sondern nur die Store-Item-Namen. Entsprechend ist es ein bisschen umständlich, manchmal Sachen zu finden. Ich meine, wenn man jetzt hier runterguckt, was jetzt zum Beispiel C232, habe ich keine Ahnung. Entsprechend, wenn ihr was Bestimmtes sucht, müsst ihr halt dann auch in-game mal schauen, okay, wie ist das denn tatsächlich gelistet? Wie heißt das wirklich und dann findet ihr das ja auch. Aber der 500er Favorit ist ja offensichtlich und den nehmen wir, den klicken wir jetzt einfach mal an und dann klicken wir hier mal auf OK. So, dann fragt ihr uns nach Working Directory. Das ist jetzt quasi der Ordner, in dem der Mod rein soll, beziehungsweise der Ordner des Mods. Und der macht jetzt hier automatisch, würde hier unter Dokumente MyFS19 Mods hier einen 500er Favorit machen. Das wollen wir aber nicht. Ich mache das direkt im Mod-Ordner. Also klicken wir hier mal hinten drauf. Gehen dann hier mal auf, ne, da wo meine Mods sind hier, da habe ich meinen Mod-Ordner. Bei euch ist er natürlich wahrscheinlich unter Farming Simulator 2019, aber na, ihr wisst ja, wo euer Mod-Ordner ist. So, dann machen wir jetzt einfach hier oben einen neuen Ordner. Und ganz wichtig, ne, das korrekt benennen ist immer gut. Ganz vorne einfach mal FS19 Unterstrich. Das ist so der Standard, um Mods zu benennen. Und das würde ich euch empfehlen, das auch zu machen. Wenn man dabei hat, die nicht so benannt sind, dann ist das immer ein bisschen blöde. Und ja, jetzt ist das natürlich ein Fendt. Würde ich mal sagen, wir benennen den jetzt einfach mal Fendt. Favorit, beziehungsweise können auch hier Unterstrich machen, Favorit, so, 500 und keine Ahnung, ich mache bei mir oft ME hinten dran, der Modelleiche Edit, wenn das Ding hier bearbeitet werden soll. Hier im konkreten Fall ist das aber für mein Zerteilungstutorial, also nicht den einfach mal Zerteilungstut. Na, da könnt ihr benennen, wie ihr wollt, na, das ist, spielt hier keine Rolle. So, dann klicke ich hier den Ordner an, dass der markiert ist. Hier unten Ordner auswählen und dann ist der hier so drin. Ne? Da kommt der Mod dann hin. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, dann heißt das hier, ob ich das überschreiben möchte und dann muss ich sagen ja. So, dann macht er das Ganze hier als Mod. Und jetzt haben wir hier den reingeladen. Ihr seht das, der ist jetzt hier auch reinkopiert. Da, FS19, Fan for Fruit 500 Zeilungstut, da ist er. Ganz so leicht ist es aber noch nicht. Ein, zwei Kleinigkeiten müssen wir noch machen. Und zwar gehen wir jetzt erstmal hier oben auf Window und hier Mod Metadata. Dann öffnet sich hier so ein Fenster. Das machen wir hier mal ein bisschen größer, das ist hier das Metadata-Fenster, dann sehen wir ein bisschen was. Und da stehen jetzt die ganzen Sachen in der Moddesk, die müssen wir mit eintragen, sonst läuft der Mod in-game nicht. Zum einen hier der Autor, na, bei mir nimmt das automatisch den Namen des PCs. Könnten wir jetzt hier mal, ne, schauen wir mal Modelleiche rein. Dann haben wir na, die Version, die wir reintragen können, können wir einfach so auf 1.0.0.0 lassen. So, der Name des Mods, das ist wichtig, ohne Name wird der Mod nicht geladen. Namen brauchen wir, und zwar haben wir hier na, die Sprache und hinten das Textfenster, wir müssen einfach mal Doppelklick reinmachen. Das ist ein bisschen blöde gelöst, aber na, wenn man ein paar Mal draufklickt, dann erkennt das, und dann können wir hier den Namen reinschreiben. Also, englische Name, Fendt Favorit 500. So, der deutsche Name, genau das gleiche, Fendt Favorit 500. So, dann die Beschreibung hier, da können wir hier vorne die Sprache auswählen. Englisch ist Pflicht, ne? Ohne englische Beschreibung lädt er nichts. Deutsch ist optional, ne? Aber englische Beschreibung braucht man, sonst wird es nicht geladen. So, this is a Fendt Favorit 500 Test Mod for Zerteilungstut. So, bestes Englisch. Machen wir dann gleich auch nochmal eine deutsche Beschreibung. Dies ein Fendt Favorit 500 für ein Zerteilungstutorial. So,
Damit haben wir die Beschreibung in Deutsch und in Englisch gemacht. So, dann können wir hier noch ein Icon auswählen. Das ist das Store-Icon. Ich lasse das einfach mal auf Icon.png stehen. Das ist der Standardpfad. Das heißt, wenn wir später ein Store-Icon hinzufügen, beziehungsweise ein Mod-Auswahl-Icon, dann bleibt das so. So, hier der Store-Item-Name. 500 Favorit, das können wir auch so lassen. Hier Store-Icon, wo das ist. Nachdem das ja hier ein Standardfahrzeug ist, kann man da theoretisch das Store-Icon aus dem Spiel laden. Das machen wir jetzt hier einfach mal, indem wir in den Data-Ordner gehen. Bei mir ist er unter Steam, der Steam-Apps Common Farming Simulator 19. Bei euch ist es, wenn ihr kein Steam habt, unter lokalen Datenträger C, Shine Software und eine Farming Simulator 19 oder so. Da werdet ihr schon finden. So, und irgendwo hier müsste jetzt die Store-Data sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube hier unter Store. Brands? Nope. Definitiv nicht. UI? Nope. Gute Frage. Ich glaube, das ist fast unter Vehicles. Müssen wir mal schauen, ob das hier irgendwo ist. Vehicles bei Fendt. Tja, hätte ich jetzt vielleicht mal vorher gucken sollen, aber nope, da ist auch kein Store. Wo finde ich das Store-Icon? Shared. Assets. Nope, ich finde kein Store-Icon. Gut, ich weiß jetzt nicht so genau, wo die sind. Ich würde aber mal sagen, wir nehmen das als Grundlage, um euch zu zeigen, wie man denn selber ein Store-Icon macht. Preis, da kann man noch den Preis reinschreiben. Wir lassen das einfach mal Standard, das ist so, wie es vorher auch gewesen ist. Und jetzt ganz wichtig, nochmal auf Speichern drücken, dann kommt hier so ein kleines Fensterchen, sagt Saving Mod, dann ist das Ganze auch als Mod gespeichert. Schließen wir das Ganze mal, können wir hier mal in unseren Mod-Ordner reinschauen. Fendt 500, da ist er. So schaut das Ganze jetzt aus. Na, wir haben die I3D, wir haben die XML und wir haben die Mod-Desk. Mehr brauchen wir nicht, na, die Texturen und so weiter sind alles im Standard-Ordner geladen. Nein, das wollen wir nicht mehr haben, das wollen wir auch nicht haben. Das brauchen wir auch alles nicht. So, da könnt ihr jetzt sehen, na, was wir eingetragen haben. So, eine Sache ist jetzt noch ganz wichtig. Wir wollen natürlich, dass der Mod auch im Multiplayer funktioniert. Also müssen wir hier hinzuschreiben, Multiplayer Supported ist gleich True. Sonst läuft das Ganze nicht im Multiplayer. Das macht der GE automatisch nicht rein. So, damit ist alles fertig. Wir können hier auch gleich die Mod-Version auf 46 ändern. Das ist die aktuellste. Und wenn man was beim Mod-Hub einsenden will, dann muss es immer die aktuellste sein. Sonst gibt es Probleme. Ja, damit ist dann im Grunde das erledigt. Na, und jetzt kann man hier irgendwie in der XML, wenn man nun möchte, die eine Reifenkonfiguration ändern oder sonst irgendwas. Was ich hier noch ganz kurz zeigen möchte, na, hier in der Moddesk, wenn wir die nochmal kurz aufmachen, beziehungsweise die ist ja hier noch auf, hier oben, da dieses Icon-File nehmen, das ist das Icon, was vorne im Mod-Auswahlfenster angezeigt wird. Und hier in der XML wiederum, hier bei Image, da, das ist das Store-Bild. Das ist das, was im Shop angezeigt wird. So, wie machen wir jetzt diese beiden Sachen? Dafür müssen wir das jetzt ganz einfach mal. Wo habe ich jetzt? Mist, ich bin nicht vorbereitet. Ja, und zwar gibt es da diesen Giants. Jetzt muss ich den erstmal finden. Den Icon-Dings da genau. FS-Icon-Generator-Exe. Führen wir mal eben aus. Ich muss gerade mal schauen, wo es den denn überhaupt gibt. Den FS-Icon-Generator-Exe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich pack mal einen Link in die Beschreibung. Der müsste entweder in seinem offiziellen Forum oder bei GDN müsst ihr mal gucken. Jedenfalls, da könnt ihr bei Game Directory, müsst ihr angeben, da wo euer Landsortenlauter installiert ist. Da müsst ihr angeben, wo der Giants Editor installiert ist. Und hier ist noch der 8.1 installiert. Wir ändern das mal ganz kurz um auf den 8.2. Also der ist hier, Programme, Giants Software, 8.2 auf 64-Bit. So, ich weiß auch nicht, müssen wir die... Ja, Executable, also müssen wir die... Exe angeben. Warum können wir die Exe nicht angeben? Ach, Ordner auswählen? Dann macht er das automatisch. Okay, macht er automatisch. Perfekt. So, und dann können wir hier auch noch den Ordner der Mods angeben. Na, hier bei mir ist das D-Mods 19 Mods. Und dann listet er hier automatisch alle entpackten Mods, die hier in diesem Ordner drin sind. Und wir haben hier unseren Fan 500 Favorit. So, dann sagt er, wenn wir da draufklicken, dass das Ganze hier verschiedene Konfigurationen haben, ob wir eine bestimmte Konfiguration rendern wollen. Klicken wir mal auf Ja. Und dann können wir hier auswählen, welche Motorkonfiguration wir haben wollen, ob wir den Frontlader-Adapter dran haben wollen und welche Reifen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir diese Konfiguration mal machen für unser Storebild, einfach so zum Spaß. So, dann klicken wir auf OK. Hier unten gucken wir mal, das lassen wir alles Standard eingestellt und dann müssen wir einfach nur noch auf Generate klicken. Dann startet er im Hintergrund mal den Giants Editor und macht uns ein neues Storebild. Können wir auch auf OK klicken. So, und wenn wir jetzt hier gucken, dann sehen wir, haben wir hier ein Store, Fan-Favorit 500 DDS. Wenn wir da mal aufmachen, das ist jetzt unser schönes Store-Bild. Und das können wir jetzt auch mal als Icon verwenden. Hier bei der Moddesk können wir auch das, wie heißt das, Store-Favorit 500 DDS reinmachen. Store-Favorit 500. Jop.
Wenn das Ganze bei ModHub hoch soll, dann muss das Icon einen bestimmten Hintergrund haben. Den kann man bei ModHub dann unter den Templates runterladen. Das habt ihr aber, wenn ihr eh nicht bei ModHub angemeldet seid, habt ihr das gar nicht. Von da macht einfach das Doppel dann als Icon. So, das PNG können wir auch löschen, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nur die DDS. Und ja, wenn wir jetzt ins Spiel gehen, dann werden wir sehen, dass da unser Mod ist und dass wir auch das Doppelt haben. Und ich glaube, damit habe ich dann alles Wichtige gezeigt, wie man denn so ein Standardfahrzeug zum Mod macht. Na, da seht ihr, das ist unser Icon jetzt. Klicken wir drauf. Starten wir das Ganze mal. Dauert ein Momentchen und dann werden wir sehen, dass wir hoffentlich ein Doppelt auch haben. Und dass der Mod natürlich kaufbar ist und ansonsten genau das gleiche ist wie das Standardfahrzeug, weil das ist ja letzten Endes Sinn und Zweck der Übung. Na, die Änderungen, die man noch machen möchte, die kommen ja dann erst. So, Kompakttraktoren ganz da hinten, da ist es, da seht ihr unser Doppelt mit der entsprechenden Konfiguration und allem. Und ja, na, ihr seht, es funktioniert alles genauso wie vorher auch. Können das ganze Ding kaufen. Wir haben keine Errors und nichts. Und ja, so macht man ein Standardfahrzeug als Mod. Das Prinzip ist so, Prinzip ist für, ja, fährt, macht alles. Prinzip ist für alle Fahrzeuge das gleiche. Bei Placeables ist es ein bisschen anders. Da sind einfach nur die, obwohl eigentlich ist bei Placeables ziemlich genau das gleiche. Bei Maps ist es ein kleines bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen ist es immer genau das gleiche. Ne? Im Großen und Ganzen ist es immer genau das gleiche. Wir können das mal ganz kurz machen. Na, wenn ich ein Placeable mache, bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieser FS-Icon Generator auch mit Placeables funktioniert. Ich vermute aber fast, dass das auch funktioniert. Ne? Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ansonsten ist das Prinzip genau das gleiche, ne? Einfach New Mod from Game und dann entsprechend einfach ein Placeable auswählen. Und das Placeable hat auch hier dieselben Dinge, ne? Name, Description, das ist alles exakt der gleiche Aufbau. Ne? Also das ist ja das, was in der Moddesk steht und die Moddesk ist tatsächlich exakt die gleiche. Aber wie gesagt, bei einer Map ist es, glaube ich, ein ganz kleines bisschen anders. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber das könnt ihr auch selber rausfinden. In diesem Sinne würde ich mal sagen, habe ich alles gezeigt, was ihr wissen müsst. Wenn noch Fragen dazu sind, einfach runter in die Kommentare damit. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei einem Let's Play oder einem anderen Tutorial. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.